Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zum Thema Der Wolf kehrt zurück. Thüringen ist vorbereitet. Herr Roberto Kobel, Sie haben das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, die Wölfe kehren aus Osteuropa in Gebiete zurück, in denen sie einmal beheimatet waren. Das, finde ich, ist eine gute Nachricht. Dass sie heute weniger als Bedrohung, denn als Bereicherung und mit Interesse wahrgenommen werden, ist bemerkenswert. So wurden sie jahrhundertelang intensiv bejagt und vielerorts ausgerottet. Seit Ende des 20. Jahrhunderts stehen die Wölfe allerdings unter internationalem Schutz und die Bestände haben sich teilweise erholt. Das fällt in eine Zeit, wo es angesichts intensiver Landwirtschaft und von enormem Flächenfraß Versuche der Wiedervernetzung von Lebensräumen gibt. Prominentestes Beispiel ist der Wildkatzenwegeplan des BUNDs, der mittlerweile auf einer Länge von vielen hunderten Kilometern den Versuch unternimmt, Lücken zwischen Biotopen und Lebensräumen zu schließen. Bekannt ist der etwa 50 Meter breite bepflanzte Streifen zwischen Hainich und Thüringer Wald. Ziel ist es, mit dem Wildkatzenwegeplan einen Waldverbund mit einer Gesamtlänge von 20.000 Kilometern zu schaffen. Was für die Wildkatze gedacht war, sollte anderen Arten auch gegeben werden. Und so haben wir Brücken gebaut und werden noch weitere bauen, die auch der Wolf als Rückkehrer nutzen kann und wird. Sehr geehrte Damen und Herren, immer mehr Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass große Raubtiere eine wichtige Rolle für den Schutz und die Stabilität ihrer Ökosysteme spielen. Untersuchungen aus dem Yellowstone-Nationalpark zeigen, dass die Rückkehr der Wölfe seit 1995 das Ökosystem wieder ins Gleichgewicht gebracht hat. Beispiele wie das Zurückdrängen des Fuchses und die damit verbundene Erholung des Auer- und des Birkhuhns lassen uns auch in Thüringen hoffnungsvoll auf die Zuwanderung der Wölfe schauen. Worauf es unserer Sicht ankommt, ist, dass wir den Schutz der Wölfe und ihres Lebensraums respektieren. Ihre Anwesenheit muss aber gleichzeitig auch durch ein sehr gutes Monitoring begleitet werden. Dazu brauchen wir die Jägerschaft genauso wie die Naturschutzverbände und Nutztierhalter. Und am Ende muss die Arbeit gut kommuniziert werden. Es wird zwar am Ende keinen Streichelzug geben, aber das Interesse muss durch Informationen weiter hochgehalten werden. Kritische Meinungen müssen ausgetauscht werden, lösungsorientierte Ansätze weiterverfolgt werden. Mit der Ausweitung des ersten Wolfsgebiets mit einem Radius von 30 Kilometern wird unserer Meinung nicht überzogen reagiert. Dieses Vorgehen ist darauf gerichtet, uns eben nicht überraschen zu lassen, uns vorausschauend die Wölfe als Rückkehrer ins Bewusstsein zu rücken. Andererseits brauchen unsere Tierhalter die Sicherheit, dass sie nicht alleingelassen werden, mit einer mehrheitlich gewünschten Entwicklung. Die eingestellten Entschädigungszahlungen und Zuschüsse für Präventionsmaßnahmen des Umweltministeriums sind da ein wichtiges Signal. Die Anwesenheit der Wölfe ist noch lange nicht alltäglich. Aber es lohnt sich. Wölfe bereichern unser Ökosystem, erweitern die Nahrungsnetze und bieten den Menschen einen wichtigen ökologischen und ökonomischen Nutzen. Deshalb sagen wir in der Aktuellen Stunde als Grüne: Willkommen, Wölfe. Applaus